Retten aus der Gefahrenzone. Ich gehe an die Person heran und nehme zunächst den Kopf ein kleines Stück nach oben. Ich gehe weiter, arbeite mich bis unter die Schulterblätter vor. Hebe die Person dann mit einer schnellkräftigen Bewegung nach oben an. Achte dabei natürlich darauf, dass sie nicht nach vorne umkippt. Dahinter kniend kann ich die Person ablegen, unter die Achsen durchgreifen und mir einen Arm zuschnappen. Den Arm umgreife ich so, dass meine beiden Daumen sowie die anderen Finger nach vorne zeigen, damit nicht sowohl der Arm nicht abgequetscht wird und auch keine Druckpunkte im Bauch- oder Brustbereich der Person entstehen. Nun stelle ich mich auf meine eigenen Füße hinter die Person und mit der Kraft aus meinen Beinen richte ich mich auf und kann die Person dann aus dem Gefahrenbereich stellen. Anschließend setze ich sie wieder ab und kann weitere Maßnahmen ergreifen.